Hello, happy day. Ich bin gerade so happy, dass ich meine Vlogging-Cam habe, auch wenn sie schon auseinanderfällt und so alt ist. Oh mein Gott, endlich. Ich habe sie nämlich versehentlich in eine Tasche gepackt und dann ist sie irgendwo gelandet, wo sie nicht sein sollte. Mein Mann hat sie heute abgeholt und ich bin so happy, die Sonne scheint. Ich habe heute so viel Content gefilmt. Guck mal auch bei mir auf jeden Fall auf Instagram vorbei. Ich denke, wenn ihr dieses Video schaut, ist auf Instagram schon live. Und zwar alle Bücher, die ich 2024 lesen möchte, also dieses Jahr, und die ich schon parat habe. Ich habe zwar, das sind 38 Stück, ja, wow. Ich habe zwar auch auf meinem, in meiner App, habe ich ungefähr 156 Bücher abgespeichert, die ich auch noch lesen möchte. I don't know, ich glaube, ich hör auf zu arbeiten, hör auf Mama zu sein, hör auf zu aufzuräumen und kann ich das vielleicht auch schaffen. Obwohl, ich habe letztes Jahr 33 Bücher gelesen, aber ich habe auf jeden Fall mehr gelesen. Ich habe an die 40 gelesen, es kam immer mal wieder noch was, wo ich dachte, oh, davon, das habe ich ganz vergessen. Wer klingelt denn jetzt da? Hallo. Hi, danke, passt. Pixie in the house. Aber erst wollte ich fertig erzählen. So, jedenfalls. Ich habe heute schon sehr viel gedreht, deswegen bin ich schön geschminkt und habe tolle Haare. Seht ihr alles auf Instagram. Bücher-Content habe ich auch erzählt. Ich wollte unbedingt euch zeigen, was ich gekauft habe im Duty-Free, als ich jetzt in Berlin zweimal war. Und ich irgendwie merke ich gerade selber, dass ich so versuche, so einen Spagat hinzubekommen zwischen Lifestyle, Bücher, Beauty und so weiter. Aber das machen wir mal, weil ich pack die Tüte auch die ganze Zeit nicht aus, weil ich es euch eben zeigen möchte. Deswegen mache ich das mal jetzt. Jetzle. Hier. Here's the bag. Hier stelle ich mal die Kamera auf, wie beim letzten Mal. Ich bin hier voll dabei. Ich habe heute so einen richtigen Flow und das muss man auf jeden Fall richtig nutzen. Ich muss wirklich sagen, wenn ich zu Hause bin, bin ich so motiviert zum Filmen und es ist natürlich eine ganz andere Flexibilität auch, ne? Ich habe ja auch 10 Jahre lang von zu Hause aus gefilmt. Jedenfalls zeige ich euch mal, was ich gekauft habe. Also, zum einen habe ich mir gekauft Take the Day Off von Clinique, weil Balms, das habe ich auf jeden Fall gemerkt, Balms zum Abschminken für mein Gesicht sind die zuverlässigsten Produkte. Da muss man auch kein Double Cleansing machen, was auch nicht so gut ist für die Haut, ehrlich gesagt, weil es sie doch auch ein bisschen austrocknen kann. Aber mit so einem Balm geht immer alles super ab und den nehme ich auf jeden Fall mit auf Reisen, weil ich dieses Jahr wirklich öfters mal unterwegs bin. Denn nach diesen Augenpatches habe ich so lange gesucht. Ich war wirklich in vielen Flughäfen, vielen Sephoras und Douglases und konnte die nie finden. Das sind Augenpatches von Shiseido. Uplifting and Firming Express Eye Mask. Und es war sehr teuer. Ich werde nicht lügen. Ich glaube, ungefähr 80 Euro habe ich bezahlt für diese Augenmasken. Hier sind wahrscheinlich so um die 10 Stück drin. Das sind diese großen weißen Tuch-Eye-Patches. Und ich habe von denen so viel Gutes gehört. Ich glaube, das sind die besten. Aber ich werde sie auf jeden Fall austesten und euch einmal mitteilen. Ich habe auf jeden Fall mir auch angewöhnt beim Fliegen, also auch bei so Langstreckenflügen, auf jeden Fall eine Augenpatches dabei zu haben. Und das macht auf jeden Fall einen riesen Unterschied, weil jetzt, wo wir auch auf Mauritius und wieder zurück hin, 10 Stunden, 12 zurück, da war meine Haut einfach so trocken. Ich habe eh schon trockene Haut, aber das war echt no joke. Und da hatte ich so von Annemarie Berlin solche Augenpatches drauf. Und die haben wirklich so viel gebracht. Und ich habe sie auch ganz lange drauf gehalten. Und deswegen wollte ich die ausprobieren, weil ich die in den Jahresfavoriten gesehen habe von Fleur de Force. Kennt ihr noch die YouTuberin? I love it. Ich liebe alle Oldschool-YouTuber, die ich schon seit 10 Jahren schaue. Ich schaue die einfach immer noch so gerne. Und deren Beauty-Content. Ich weiß nicht. Dann habe ich mir auch in einer kleinen Variante dieses NYX Spray gekauft. Das trage ich sehr, sehr gerne auf, wenn ich so auf Events gehe, auf Abendveranstaltungen, dann eben, wenn ich auch unterwegs bin. Und damit creme ich dann meine Beine ein, meine Arme, vielleicht das Dekolleté. Und ich finde so ein eingecremtes oder eingeöltes Körper,
Ein geölter Körper sieht auf jeden Fall immer sehr gepflegt aus und dann trage ich noch so ein bisschen Schimmerglitzer oder so auf und das ist auf jeden Fall diese kleinen Varianten, das lohnt sich schon wirklich sehr, wenn man unterwegs ist viel. Dann habe ich mir zwei Düfte gekauft. Ein von Gucci. Ich glaube, der Duft ist neu. Ich wollte unbedingt einen Gucci-Duft haben. Die haben auch diese Flora, ne, diese grüne, lilane Flasche und so. Und ich schlender da drumherum schon wirklich sehr lange und überlege, ob ich mir kaufen soll oder nicht. Und dann habe ich diesen probiert. Und ich war sofort in Love. Ich wusste, das ist er und den nehme ich jetzt mit. Weil... Leute, ich gehe. Okay. Tschö mit Ö. Oh, wow. Das ist so speziell, so besonders, auf jeden Fall für abends. Aber es hat wieder dieses blumige, bisschen frische, gleichzeitig schwer. Ich kann es so schwer beschreiben. Bloom Intense. Auf jeden Fall. Bloom Intense sagt alles aus. Blumig, aber eben für abends perfekt. Und ich gehe im März, eigentlich in einem Monat, auf eine Gala nach London. Ich habe so einen Druck, was ziehe ich an? Auf eine Gala, ne? Das wird auf jeden Fall mein Duft sein. Den Duft habe ich auf jeden Fall schon mal. Leute, wenn ihr eine Möglichkeit habt, ihr müsst den unbedingt mal an dem schnuppern. Das ist wirklich Goals. Next Level. Ich bin richtig in Love. Und dann habe ich mir... Dann habe ich mir zwei neue Beauty-Produkte gekauft, auch eben am Flughafen, von einer Marke, die ich noch nicht kenne. Und zwar, hier steht sehr viel drauf. Ich weiß gar nicht, was dann nun, wie denn nun die Marke heißt. Aber ich habe mir mal einen Bronzer gekauft. Echo King. Hier, könnt ihr das sehen? Ich glaube, das ist der Name. Ich habe mir hier einen Bronzer gekauft in der Nummer 2. Ich habe den auch mal geswatcht und den fand ich sehr schön. Ich fand den Ton sehr schön und dieses Schimmernde fand ich sehr schön, weil ich benutze ja immer noch so gerne diesen Too Faced Sun-Kissed Bronzer und den gibt es ja nicht mehr. Vielleicht ist das ja eine Alternative. Jedenfalls, wenn ihr die Brand kennt, let me know. Welche Produkte findet ihr noch gut davon? Was sollte ich unbedingt ausprobieren? Ist es gut? Ist es nicht gut? Jedenfalls ist es vegan, fragrance-free. Dann was haben wir noch? Hyaluronsäure, Vitamin E und tierversuchsfrei und so weiter. Ne? Das steht hier alles drauf. Lauter gute Inhaltsstoffe und gute Absichten. Ich werde es auf jeden Fall mal probieren. Und so einen orangenen Lipgloss wollte ich einfach mal, weil es toll ausschaut, wenn man so einen bronzy Look hat. Und dann habe ich nur noch ein Produkt. Und zwar das hier. Noch ein Duft. Und zwar von Versace. Das ist diese schwarze Flasche. Ich habe ja diesen... Bright Crystal schon von Versace. Das ist diese pinke Flasche und ich liebe den. Ich habe den auch schon zweimal nachgekauft. Und die hier wollte ich unbedingt auch mal ausprobieren. Weil das ist auf jeden Fall auch mein Geschmack, aber eben diese bisschen schwere, dunklere, vielleicht so für abends eben. Und den Duft habe ich mal, ich glaube, die Therese hatte den mal getragen und habe ich gedacht, wow, der riecht gut, was ist das? Oh yeah. Hier sehe ich auf jeden Fall einen schwarzen Hosenanzug, richtig straight, dann so eine Kette mit ganz vielen auffälligen Steinchen, tiefen Ausschnitt, nichts drunter unter dem schwarzen Jackett, nur diese Crystal-Kette und so ein richtig Augen-Make-up-Look mit falschen Wimpern und sonst nude alles. Das ist richtig so, das ist so ein Duft, wow. Wenn ein Duft ein Outfit wäre, oder? Ich weiß nicht, warum ich gleich immer so ein Outfit parat habe, aber irgendwie kann ich mich so in die ganze Situation reinversetzen, wenn ich nur einen Duft rieche. Auf jeden Fall ist er so ein bisschen würzig, würde ich sagen. Wenn ich mich enttäusche, dann rieche ich hier eine Pfeffernote raus. Aber oh, richtig, richtig, ein bisschen mehr, nicht edgy, aber ein bisschen maskuliner, auch nicht wirklich. Aber, also dieser hier aber von, das ist auf jeden Fall ein sehr femininer Power-Abend-Ausgeh-Duft und das ist so richtig Boss-Woman, so ein bisschen mit Härte und, ja,
ich glaube, hier ist wirklich so eine pfeffrige Note. Auf jeden Fall, das ist mein Haul vom Flughafen und ich werde jetzt mal ein bisschen aufräumen, weil ich habe noch einiges zu filmen und ich wollte auf jeden Fall hier ein bisschen was zeigen, wo solange ich diese schönen Haare habe, weil ich muss sie jetzt waschen. Ich habe nämlich noch, muss noch eine weitere Kooperation filmen und deswegen ja, muss ich das leider jetzt auswaschen. Schade, es hat echt gut geklappt, aber ja, eine Sache kann ich euch noch zeigen und zwar aktuell lese ich dieses Buch hier. Das ist der 6. Teil der 7 Schwestern und das ist die Sonnenschwester. Und dieses Buch und das allererste, für die habe ich irgendwie am längsten gebraucht. Die anderen habe ich verschlungen jeweils in 3-4 Tagen. Ich habe auch im Januar 4 Stück gelesen. Und jetzt natürlich Fashion Week und so in Berlin Event, Mauritius, Zeitverschiebung. Also ich bin irgendwie so ein bisschen ins Stottern gekommen. Aber irgendwie, es ist nicht schlecht. Es ist auf jeden Fall auch wieder ein sehr gutes Buch. Aber irgendwie, vielleicht bin ich auch schon so ein bisschen, ich will nicht sagen, die Luft ist raus. Ne? Aber es ist schon eine krasse Reihe. Dieses Buch hatte wieder zum Beispiel 800 Seiten. Und es kann ja schon mal sein, dass man dazwischen vielleicht ein Low hat. Aber es ist trotzdem sehr, sehr spannend. Ich lese jeden Abend. Ich komme nur langsamer voran, weil ich nicht schaffe, am Tag mal 100 Seiten zu lesen, was ich auch in der Vergangenheit aber öfters mal geschafft habe. Aktuell schaffe ich vielleicht 30 bis 40 Seiten nur am Tag. Deswegen komme ich nicht so schnell voran. Nichtsdestotrotz, ich bin täglich hier dran und ich bin so gespannt auf das 7. Buch, weil es eigentlich keine 7. Schwester gibt. Aber das 7. Buch ist von der 7. Schwester. Also wer wird es sein? Ich bin sehr, sehr gespannt und dann bin ich natürlich auch auf den Abschlussteil gespannt von Par Salt, dass da alle Geheimnisse gelüftet werden und ich habe schon so einen Verdacht hier und da, was vielleicht dann im letzten Teil vorkommen wird, so als Geheimnis gelüftet und so. Auf jeden Fall, ich bin sehr, sehr gespannt. Wie gesagt, ich räume hier jetzt einmal auf und dann filme ich weiter und euch nehme ich super gerne noch mit weiterhin durch ja, die nächsten Tage. Und ja, danke fürs Einschalten. Und ich war, was ich noch sagen wollte, also als Feedback für euch, was so behind the scenes manchmal passiert. Ich war auf einem Workshop vor 2 Wochen und da ging es um die Trends für Social Media und so für dieses Jahr. Und da wurde YouTube gar nicht erwähnt, so von wegen, ja, YouTube ist nicht mehr relevant. Und dann saß ich da und habe mir gedacht, hey, YouTube ist relevant. Und da finde ich jetzt mal sehr, sehr spannend euer Feedback. Was denkt ihr? Ist YouTube vorbei oder nein? Oder was wird noch gerne und gut geschaut auf YouTube? Sind es die Vlogs? Oder also Beauty ist natürlich, also die YouTube-Beauty-Ära ist auf jeden Fall vorbei. Oder dieses magische, besondere, ne, dass man so von anderen, auch von den amerikanischen YouTubern, die Videos schaut und so. Ich glaube, diese Welle ist auf jeden Fall schon vor ein paar Jahren vorbei. Das war so eine coole Zeit. Aber jetzt, glaubt ihr, ist YouTube rum? Weil ich habe ehrlich gesagt nicht das Gefühl, ich bin nach wie vor, ist das mein Happy Place und ich will auch nicht aufhören mit YouTube und ich mag das super gerne und ich finde in unserer super schnelllebigen Zeit, wo es so viele Trends gibt, so viele Meinungen, so viele Gesichter, so viele Hypes, finde ich, ist YouTube immer noch so eine entspannte Plattform, wo man trotzdem auch alles kriegt, ne? Aber nicht auf so eine hektische, oberflächliche Art und Weise. Ich weiß nicht, ich finde, man connectet auf YouTube auch ganz anders. Auf jeden Fall, euer Feedback ist natürlich super wichtig, weil am Ende seid ihr ja die, die so vieles auch lenken und bestimmen. Ne? Man könnte ja meinen, wir die Creator und die Influencer sind die, die beeinflussen und die Trends auch. Natürlich, natürlich. Aber ich sag mal so, wenn etwas nicht konsumiert werden würde, dann würde es auch kein Trend werden. Wenn etwas nicht geschaut, nicht geliked, nicht kommentiert werden würde, dann wäre es auch kein dann wäre es auch kein Trend, dann wäre es auch einfach nichts, ne, am Ende. Deswegen seid ihr schon die, die auch viel lenkt. Wir geben sozusagen vor und ihr lenkt dann. Ist es dann top oder flop? Und so ist es eben mit YouTube. Und deswegen ist eure Meinung sehr, sehr wichtig. Und ich finde es wirklich spannend, weil man ja oft die Creator-Sicht ja oft eine andere Sicht ist als die des Consumers oder der Follower zum Beispiel. Deswegen let me know. So, ich mache jetzt hier aus. Schöne Haare, lang genug angeschaut. Jetzt gehe ich sie waschen. Ich war gerade beim Kieferorthopäden und ja, habe nochmal mit der Frau Doktor besprochen,
den Retainer, den ich eigentlich oben auf meine Zähne auch gekriegt hätte, kriege ich nicht. Okay, zu hell. Ich dachte, das wäre schön in der Sonne, aber jetzt ist es ein bisschen zu doll. Jedenfalls warte ich jetzt, bis ich abgeholt werde. Und dann fahren wir ins Office. Wird auch mal wieder Zeit. Haben alle genug Karneval gefeiert. Jetzt kann man wieder arbeiten. Ich bin echt so gar nicht so ein Karneval-Fan. Ich hoffe, ich bin nicht alleine damit. Ich kann mich damit irgendwie nicht so identifizieren, to be honest. Jedenfalls, heute ist Dienstag, heute geht's wieder ins Office. Ich habe gestern zu Hause schön viel vorproduziert für Instagram, das ist cool, Gesundheit. Und ja, jetzt geht's ins Office. Wir müssen im Office ein bisschen ganz viel bearbeiten. Uns fehlt leider für die Firma so ein ganz wichtiger Eintrag, offizieller, behind the scenes, wegen dem wir nicht so vorankommen und deswegen auch noch nicht so viel Werbung machen für unseren Journal. Und das müssen wir irgendwie alles klären. Das ist halt das halt, ne, mit dem eigenen Unternehmen. Wenn man erstmal gegründet hat, ist ja schön und ist gut. Und der erste Launch ist aufregend und mega gut, aber dann muss man ja dranbleiben. Das ist die Schwierigkeit an der Gründung bzw. an einem Unternehmen, das man gründet, ne, in der Firma. Dass man eben, ich denke, so gründen und was auf die Beine stellen, würden viele schaffen. Es bedarf natürlich viel Arbeit, viel Konzentration, verlangt sehr viel von einem ab. Aber wenn der Wille groß genug ist, denke ich, schafft man das schon. Die Schwierigkeit ist eher, das am Laufen zu behalten. Genauso wie mit Social Media, ne? Wenn ich mir erzähle, was ich so mache, wo ich bin und so weiter, ne? Ich habe mir früher, jetzt in letzter Zeit auch nicht mehr, aber früher habe ich mir immer anhören müssen, so, oh, wow, das ist ja cool, ich werde jetzt auch Influencer, ich mache das jetzt auch. Dann habe ich mir immer gedacht, ja, mach doch, das ist ja das Coole daran, dass es jeder machen kann. Und eben einen Account machen und die ersten 7 Bilder posten, das kriegt jeder hin. Vielleicht auch die ersten 100 Bilder, aber dran zu bleiben, monatelang, jahrelang, auch wenn es mal nicht gut läuft, auch wenn es nicht klappt, auch wenn dich auch manchmal überkommt, ne? Das ist am Ende die Herausforderung, ne? Und ich denke, das beweist auch den Charakter und eben, wie sehr man etwas will. Und da sind wir jetzt gerade dabei, das Ganze so zum Laufen zu bringen, dass es einfach float. Und das macht aber sehr Spaß, weil ich ja wirklich ein sehr tolles Team hinter mir habe. Mein Mann ist ja sogar ein Teil vom Team geworden. Und dann habe ich noch eine Mitarbeiterin, mit der ich zusammen das Journal auch gemacht habe. Und ja, ich bin sehr froh um dieses Team, aber wir werden auf jeden Fall auch wachsen müssen, weil ich natürlich noch viel mehr geplant habe. Aber ja, das ist so der bürokratische Part, den ich ganz oft auch hinter den Kulissen auch lasse, weil ich denke, dass euch nicht interessiert, obwohl ich euch eigentlich schon relativ viel mitnehme. Jedenfalls komme ich denn jetzt hier in Lava-Laune, also, weil ich gerade warte, bis ich abgeholt werde. Die Sonne scheint, das macht auf jeden Fall schon sehr, sehr viel bessere Laune und Lebenslust, obwohl es heute Minus ist bei uns. Also wir mussten gerade kratzen. Mein Mann hat das Auto gekratzt, bevor wir den Kleinen gebracht haben. Und ja, ich werde hier gerade beobachtet. Aber ja, jetzt hat er es gehört und guckt peinlich weg. Jedenfalls bis später. Bis später, Petra. Ist das okay, wenn ich dich jetzt filme? Im Datenschutzgesetz. Hallo! Look at him, lange nicht mehr gesehen. Brauch mal mehr Spaß. Klicks. Oh Gott. Guck mal. Voll überbilligt, oder? Ja, richtig. Warum? Hier ist schön. Komm mal her. Hallo. Das ist mein Content-Helfer of the day. Ah! Hallo, bist du das? Moin, Tibetan. Und ihr, meine Freundin. Hi! Perfektes Tor. Wo sind wir stehen geblieben? Ich liebe solche Zufälle. Auf jeden Fall, wir gehen jetzt mal ein Käffchen holen. Toschka hat mir heute geholfen beim Content. Wir haben gerade ein Reel aufgenommen. Wollten mal was Neues ausprobieren. Hoffentlich ist es cool. Hoffentlich hat es geklappt. Warum lachst du
Hose? Weiß nicht, weil sonst heißt es immer, ich gucke zu ernst. Jetzt lache ich einfach mal. Egal wie. Ich will mal was Neues ausprobieren. Egal wie, es passt einfach. Aber echt. Ja, diesmal laufen wir nicht in New York, sondern in Wiesbaden. Die Mülltonnen haben wir natürlich auch hier in Wiesbaden, ist klar. Ja. Auf jeden Fall ist Wiesbaden auch nicht weniger schön. Gerade hier auch die Ecke. Hat so eine schönere Ecken als Liebe hier. Ich, liebe ich. Auch hier. Okay, und ansonsten, da hinten ist so ein Vintage-Laden. Can you see? Ich habe ihn mal beim Parken hier gesehen. Die Wiesbadener von euch, wenn ihr den kennt, let me know. Wie ist er so? Da wollte ich nämlich mal hingehen irgendwann. Und ja, but first, Coffee. Another sunny day in Southern California. It's where the people came to play. Don't let them transform ya. Saw you looking my way. I start to contemplate moments that went to waste. Why you do that? You drop me like who that? And put me through that. But baby, it's useless. I'm living my life. Don't need you in mine. Me feeling just fine. One of a kind. Ich wollte mal Hallo sagen, erzählen. Ich habe gerade ein cooles Video gedreht. Müsst ihr euch unbedingt anschauen. Top 3 aus jeder Kategorie. Love it already. Schaut euch das auf jeden Fall. Oh, ich habe vergessen, die Kamera auszumachen. Okay, wow. Wow. Da ist die Kamera. Vergessen, die auszumachen. Ich habe mal das Tageslicht genutzt. Es war am Anfang des Videos noch recht gut, aber dann wurde es immer dunkler. Ich habe den ganzen Look damit geschminkt, habe euch Top 3 aus jeder Kategorie gezeigt. Ich habe das Video, so ein Video schon mal gedreht und es ist richtig gut angekommen. Ich liebe auch selbst, solche Videos anzuschauen. Und wisst ihr, was mir passiert ist währenddessen? Mir ist das Charlotte Tilbury Flawless Puder runtergefallen. Ich könnte heulen. Wirklich heulen. Es ist immer so mies und so gemein, wenn Puder runterfallen, weil man immer weiß, zu 80% ist am Arsch. Ist das kaputt? Ja, auf jeden Fall wollte ich mich mal ganz kurz melden und zwar erzählen. Ich wollte euch eigentlich mitnehmen und dann habe ich die Kamera im Auto gelassen. Ich war gestern in so einem Möbelgeschäft und habe mir einen Tisch gekauft. Einen neuen Schreibtisch und der wird gleich geliefert. Ich freue mich so sehr drauf. Das ist ein Tisch von OSM. Vielleicht kennt jemand, ganz sicher kennt ihr das, den Designer. Und ich habe mir da einen Tisch ausgesucht, der ist zwar gebraucht, aber der ist genauso, wie ich den haben wollte. Und habe ich mir gedacht, ja, ich kaufe den nicht zum Anschauen, sondern ich werde den auch benutzen. Und wenn da ein Kratzer ist, ist ein ordentlicher Kratzer. Aber ich habe gedacht, ich nehme das in Kauf, ist fein. Der wird gleich geliefert, deswegen ist mein Mann gekommen, ich habe ihn schon gehört, da nebendran im Office. Und dann kommt hier alles mal weg, wird sortiert. Ich werde mir auch ein Regal aussuchen, auch von OSM. Ich muss nur genau überlegen, wie ich den Aufbau haben will. Dann habe ich mir zwei Sessel rausgesucht bei Westwing, muss noch bestellen, die kommen dann dahin. Also dieses Mal passiert alles ein bisschen schneller und passiert auch überhaupt was. Im Loft habe ich irgendwie schon, kam ich irgendwie nicht in die Gänge. Also vielleicht spiegelt es auch wieder, dass es nicht so 100% meins war und deswegen wollte ich mich da nicht zu sesshaft und nicht zu breit machen, you know. Aber hier habe ich wirklich Lust auch zu investieren. Ich will schöne Vorhänge, Schreibtisch, ein Regal, Sessel, dann möchte ich gerne auch. So, hello. Es sind tatsächlich nur, ich glaube, 2 Stunden jetzt vergangen. Ich bin schon umgezogen, frisch geduscht und ready. Kind vom Kindergarten abgeholt, alles gemacht, erledigt. Meine Kamera ist leider ausgegangen vorhin. Also, ich bin wieder im Office. Mein Tisch wurde geliefert. Da ist er. Ich habe auch gestern in der Story kurz gezeigt. Also, das ist so ein Eiche. Das ist ein sehr großer Tisch, 2x1 Meter. Und der wurde jetzt mal aufgebaut, aber der steht jetzt erstmal hier, bis ich meinen, den ich jetzt noch habe, ausgeräumt habe. Und
Weiß nicht, wohin ich ihn verfrachten soll. Ich wollte den ja verkaufen, als ich noch im Loft war. Hatte einen Käufer, der mir dann aber abgesprungen ist und jetzt sitze ich damit. Wollte eigentlich gar nicht hierher mitnehmen, aber ja, mir wird schon noch was einfallen. Ich habe heute was richtig Cooles vor. Ich tue mich mal kurz hier ab. So, und zwar gehe ich mit meinen Freundinnen auf so ein Konzert. Das ist so ein Candlelight. Wie heißt denn das? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall kennt man das in Wiesbaden. Das ist richtig schön. Tolles Konzert. Mit Kerzenlicht. Oh Gott, ich hoffe, ich habe es jetzt nicht irgendwie doof beschrieben. Ich gucke mal, ob ich was drin filmen kann, aber das ist mein Outfit of the Day. Of the Night. Mein Outfit of the Day hatte ich ja schon an heute. Und genau, ich bin jetzt noch ein paar Stunden hier zum Arbeiten und dann laufe ich einfach rüber, das ist hier in der Nähe. Und ja, bin ein bisschen hektisch unterwegs, aber alles gut. Jetzt muss ich erstmal das Video schneiden für Donnerstag. Ich hoffe, ich kriege das alles hin. So, wir machen uns gerade ready. Schon ein bisschen spät, aber ich wollte euch unbedingt mein Outfit zeigen auf the evening. Dann trage ich so ein weiße Jeansjacke mit einem Rock. Stiefel. Schwarze Gürtel. Mein Lieblingsmantel, den ich nur noch trage. Von Frankie Shop ist der, habe ich in New York gekauft. Und dann die Tasche von Bottega. Und jetzt geht's los. Mal gucken. Vielleicht kann ich hier irgendwas filmen. For you. Und hier Make-up. Super easy. Hab einfach Mascara aufgemacht. Hallo Leute. Oh Gott, ihr seht richtig kaputt aus. Ich habe mir gerade diesen Vlog angeguckt. Ich wollte nämlich bearbeiten und hochladen. Hab gedacht, das ist reinste Chaos. Ich habe zwar viele Outfits gezeigt, was cool ist, habe ich ein bisschen mitgenommen, was hier Neues gibt, aber irgendwie so hektisch und chaotisch. Ich muss dringend nach Hause. Ich habe auch schon ganz arg schlechtes Gewissen, weil ich mein Kind wieder den ganzen Tag nicht gesehen habe. Aber manchmal sind manche Tage eben lang. Ich habe heute viele wichtige Termine. Ich bin immer noch im Office, sitze hier an meinem neuen Schreibtisch. Hinten ist mein neues Regal. Noch eine Kiste, die immer noch nicht ausgepackt wurde. Oh mein Gott, I love it. Und da sind wunderschöne Blumen, die mir von Schwarzkopf zugeschickt worden sind. Die kamen allerdings am Freitag an, wo ich nicht mehr hier war und standen hier am Wochenende ein bisschen. Mal gucken, was ich noch daraus retten kann. Aber so nett. Ich fühle mich wirklich immer sehr, sehr, sehr besonders, wenn Brands mir Blumensträuße schicken. Ja, ansonsten versuche ich mich hier ein bisschen zu organisieren. Da hat meine Mama did her magic, hat einfach die Ordner und Bücher sortiert und schon habe ich eine viel schönere Aussicht von hier. Also ich werde euch auf jeden Fall super gerne mal mehr mitnehmen und zeigen und was ich hier dekorieren will. Ich will auf jeden Fall, dass meine Mama ein super schönes Bild dahin malt. Aber ich sage euch ganz ehrlich, ich freue mich so, dass hier jetzt auch was passiert und ich mich wirklich einrichte. Und es macht natürlich viel mehr Spaß, in einem schönen Büro zu sitzen. Das ist mein Outfit of the Day. Ich hatte heute einen Termin bei der Bank, deswegen bin ich ein bisschen schicker unterwegs. Genau. Und die Haare habe ich schon zusammen gemacht. Ich war den ganzen Tag am Rumrennen, bin aber, hey, wie lang sind meine Haare geworden? Das ist richtig krass. Übrigens gehe ich morgen zum Friseur. Und da werde ich euch wahrscheinlich auch mitnehmen, aber dann im nächsten Vlog. Bin jetzt richtig K.O. Ich hoffe, dass der Vlog euch trotzdem gut gefällt. Schaut euch unbedingt auch mein letztes Video an, falls ihr das noch nicht habt. Meine Top 3 Reihe. Übrigens vielen Dank für euer Feedback. Freue mich so, dass euch das Video gefallen hat. Und ich werde auf jeden Fall einen Part 2 und einen Part 3 filmen. Und zwar noch mit Skincare, Accessoires, Nägel, Haare, Schmuck und Outfits, also beziehungsweise Kleidung allgemein, Top 3, ne? Werde ich auf jeden Fall noch alles machen, weil das finde ich auch selber super spannend. Und vielleicht kann ich ja den einen oder anderen YouTuber auch noch dazu inspirieren und anhauen. Ich finde so Videos ganz, ganz spannend. Hier wird es schon dunkel. Ich beende den Vlog. Ich habe mir übrigens auch eine neue Vlogging-Kamera bestellt, weil ich habe das Gefühl, die ist irgendwie nicht mehr so ganz so stark und scharf und ja, I don't know. Ja, viele Informationen. Ich hoffe, ich habe euch nicht überladen
Ich habe in mein Journal geschrieben, ich habe euch einmal bei meiner Morgenroutine kurz mitgenommen, aber irgendwie gar nichts dazu gesagt. Ich schreibe in mein Journal, ich schreibe nicht jeden Tag, ich bin noch nicht voll reingekommen, aber es tut so, so gut und ich werde euch mal auch mal mitnehmen beim Reinschreiben, weil ich immer mal wieder Fragen auch rauslese eurerseits zum Thema Journaling, zum wie füllt man das richtig aus oder so, ne? Da nehme ich euch super gerne einmal mit. Aber bis hierhin, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, der Vlog hat euch trotzdem gefallen und ich freue mich sehr, 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 wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Und ich hoffe, der Kaugummi hat euch nicht gestört. Ist mir jetzt erst eingefallen, dass die ganze Zeit eine Mund hat. Okay, tschüssi!